Moin, der Grand Rouge hier. Weiter geht's, Total War, Warhammer 2 und dem guten Icket Claw. Oh, wir sind kurz davor, unser drittes Ritual zu machen. Unser letztes Ritual, nicht drittes. Das ist Sternturm, Itza und der Wakamole-Krater. Sind alle maximal ausgebaut, maximale Mauern drinne. Boah, das ist jetzt so unser Way to go. Nebenbei müssen wir hier oben noch ein bisschen den Jagdmarschall abfangen, aber das sollten wir hinkriegen. Ich ziehe ja quasi die beiden Armeen zurück. Von Icket und von dem Korpable Schwindler. Gleichzeitig hebe ich hier noch eine neue Armee aus. So, kannst du eigentlich mal nach Pizza zurück? Aufhören. Ja, hier drüben ist immer noch lustig Wettrennen. Ich erober ihn hier, er erobert hier. Sehr interessant. Nur, gucken wir mal, wie es läuft. Beschäftigt den hier auf jeden Fall unten. Dann wollen wir mal hier weiter. Und dann können wir bald unser letztes Ritual starten. Ja. Also hier das nächste. Seiner fucking riesen Monster-Armee. Boah. Dann gucken wir mal. Ehrlich bin, habe ich das noch nie durchgespielt. Im Malstrom-Modus. Ich kenne die Enzymatik gar nicht. Lol, wieso wird mir das denn jetzt wieder als Dings angezeigt? What? Moment. Man führt uns noch eine Unterstadt bauen. Sandri haben wir auch eine. Das heißt, schwarzer Turm des Arkan. Das bist du aber nicht. Das Quell der Verzweiflung. Martek. Ah ne, Matik braucht noch. Hier machen wir dann Standard rein. Nahrung. Money. So, die machen mobil. Schön. Der hört mal auf, rüber zu schippern. Und greift mal hier an. Den brauchen wir jetzt ja nicht rüberschicken. So. Master Engineer. Schöne Items, die er da bekommen hat. Forschungsrate nehme ich mal. Knows who his boss is. So.
Hier haben wir Warpgift, alles durch. Hier kriegst du Messingkugel. Du kriegst mal die hier. Nice. Kann ich dir, glaube ich, auch. Hast auch die Kristallkugel? Ein bisschen wenig Energie haben wir dann hier, glaube ich, wa? Ah, wird schon schief gehen. Ah, gucken wir gleich mal durch. So, auf jeden Fall. Bist du hier runter? So. Wachstum. Dann müssen wir mal reingucken. Richtet Gebäude. Bist du hier fertig mit Rekrutieren? Ja, Edelsteinmine. Das ist natürlich ziemlich sexy. Gehen wir mal auf Dings und Dings. Hier an der Front will ich eh nichts bauen. Okay. Sehr schön. Ist hier runter. Kommst dahin. Perfekt, perfekt, perfekt. Boah. Müssen wir eigentlich nur noch ein bisschen Zeit schinden. Soll das Ritual starten? Heißt, du gehst hier hin, du gehst nach Dings und du bleibst in Itza stehen. So, jetzt nur noch die drei Städte halten und dann aber eigentlich. Und ja, fräst sich hier weiter durch. Soll er machen? Er ist so geschwächt. Seine ganzen guten Produktionsgebäude. Ach, siehst du, die Armee habe ich vergessen zu move. Da war noch was. Nähern wir uns hier dem dem Ende. Oh. Er greift sogar an. Was haben wir denn? 1, 2, 3 Höllenfeuer-Raketen. Boah, 3 Mörser. 4 Mörser. Ach, das wird ein Artillerie-Battle. Dann auf jetzt! Das wird ein Artillerie-Battle. Aber leider hat seine Arti mehr Reichweite. Ah, ist so ein bisschen das Problem. Mehr Reichweite seiner Arti. Aber gucken wir mal. Ging ja schon irgendwie hin. Soll da schon schief gehen. Interessante Karte. Der Übergang hier. Ich meine, wenn das ein Artillerie-Battle werden soll. Auf jeden Fall, wir wollen uns hier den Hügel. So, habe ich hier mit gegen Mörser und Lafetten spielen. Müssen wir uns mal ein bisschen strecken.
halten. Klinke rein ausschalten. So. Das wird jetzt ordentlich wehtun. Glück ist die KI doof. Alter Schwede. Naja. So eine Counter-Armee, das ist halt nicht lustig. Und so viel Artillerie, ey. Oh, geht noch. Also noch ein ordentlich. Okay, Verluste. Das kriegen wir wieder ausgeheilt durch die Verstärkung. Sah schlimmer aus, als es ist, der Beschuss. Ja, schlimmer aus, als es ist. Naja, die Ratten aus der Tiefe haben ein bisschen was für Ablenkung gesorgt. Konnten die Höllenfeuer nicht so viel machen. Die ersten Salven waren wohl auch nicht so berauschend. Treffsicher. Sagen wir mal so. Dürften wir durch Fressen alles wieder aufgefüllt bekommen. Ja. Hier rennt er rum. Mit seinen ganzen fucking Helden, Alter. Helden-Spam-Fraktion. Ah.
Lasst sie darum kämpfen. Seegurke. Meins, meins. Mr. Sneven. Seegurke. Darum kämpfen. Nee, hier. Mach mal. Ah, Toxa ist wieder am Dingsen. Ja, Toxa, dann einmal bitte Staub inhalieren. So. Läuft ab. Ja, ja, ja. Ja, ja. Warte mal. Ach ja, den einen hat's ja zerschossen gehabt. Stimmt, ja. Master Engineer. Den hat's ja rausgeschossen gehabt. No malice detected. Knows who his boss is. So. Die alle einmal leveln. Ist auch unsterblich. Nope. Ist auch unsterblich. No malice detected. So, schon mal das hier. Das ist der Seuchenpriester, genau. So, dann kriegst du mal. Ah, das so schlau war, dem das zu geben. Knows who his boss is. So, du musst einmal rüber tunneln. Hast du Mauern? Puerto Morto hat keine Mauern. Dann gucken wir das gleich nochmal. So, den ganzen Schnickschnack habe ich jetzt hier fertig. Das ist Wahnsinn, obwohl das so wenig Forschung ist. Aber da sich das hinter den Gebäuden immer die ganze Zeit verbirgt. Bisschen hier eigentlich noch. Eigentlich ist ja. Forschen wir hier nochmal durch. So, jetzt können wir ja auch gleich den noch schieben. Oh, das ist der goldene Turm. Dann stellen wir uns quasi. Stellen wir uns quasi der Armee, die hier kommt, von unten. So, du musst hier rein. Du musst hier rüber. Du sollst nämlich den ganzen Kladderadsch hier verteidigen. So, Pockenmansche, Blutsümpfe, Pockenmarschen ausbauen. Sehr schön. Schon mal ein Dings bauen. Mauer. Man weiß ja nie, ob da hinten auch welches bohren. Aber hier ist alles schön eingemauert. Defensiv. Die Hulle gebaut. Ach, doch, doch, das sieht gut aus.
Shock Engineer. Sind die eigentlich noch im Krieg? Ja, die sind noch im Krieg. Sehr schön. Das heißt, die werden auch hier landen dann wahrscheinlich. Dann holen wir uns hier die Armee noch. Dammit, Kavallerie. Unser einziger Feind. Ah, Kavallerie ist unser einziger Feind. Ah, die sind Gewaltmarsch, Alter. Komm, was wollen wir uns? Ah, ich hätte noch mehr Ratten aus der Tiefe mitnehmen müssen. Jetzt habe ich nur einmal Ratten aus der Tiefe. Dammit. Da hätte ich noch mehr mitnehmen müssen. Ja, die Kavallerie wird das große Problem werden. Das heißt, ich muss die Gatling Guns an den Seiten aufbauen. Puh, Kavallerie ist so. Ah, wirklich. Wir haben hier ein kleines Hügelproblem. Ja. Ja, 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 ja. Wir haben hier ein kleines Hügelproblem. Das Problem ist, die können ja nicht rüberschießen, die Gatling Gunner. Nope. Ja, die können quasi nur bis hier auf die Kante schießen. Das ist ein kleines Problem. Dammit, ey, wo muss das dann so eine Scheißkarte sein? So. Gucken, ob das hier so wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, er kommt schon mal überhaupt nicht nach vorne. Die echt so wenig Reichweite? Ach nee, der hat sich noch nicht ausgerichtet. Er läuft noch. Gern wissen, wie weit die spezielle Dings schießen kann, ne? Ja, was hat denn die für eine Reichweite? Die Epic-Variante 480. Okay, er wird aber wahrscheinlich sich nicht bewegen. Sehe ich denn die Reichweite hier nicht? Hier sehe ich sie. Ich meine.
Oh, der hat einen fliegenden Held. Kacke, das ist gefährlich. Komplex hier rufen, ne? Den jage ich jetzt hoch mit einer Atombombe. Jag den ganzen Komplex einfach in die Luft. Damit wäre das Artillerieproblem erledigt. Jetzt müssen nur die Katapulte in Stellung kommen und dann zerschieße ich den. Naja, das mit den Hügeln ist das Problem.
Okay. Dat. Okay. Nice. Dann noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln hier. Warum nicht? Mehr Erfahrungspunkte, mehr Freestats. Ja, es ist halt, ne? Zu viele Helden, zu viel Kaff macht es halt echt schwierig. Also die Infanterie ist halt, ne? Das ist halt nie das Problem, die Infanterie. Die Artillerie haben wir gut mit einer Atomrakete hochgejagt. Das ein bisschen Overkill war, maybe. Aber. Läuft schon, wird schon. Gucken, dann können wir ja in ein, zwei Runden, wenn die Armee steht, so halb, können wir Ritual starten. Gibt's noch mal krass Geschossstärke. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Noch mehr Dings. So, das ist richtig gut. Schock ausbauen. So, Ritual werde ich jetzt noch nicht starten. Aber wir machen hier einen Cut für die Folge. Ah, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Abo und ein Like und Kommentar freuen. Aber denkt dran, ne? Wer das mit dem Bienchen und dem Blümchen will, muss freundlich sein. Dann könnt ihr mal, wenn ihr Lust und Laune habt, bei Twitch vorbeischauen. Ich stream von Mittwoch bis Sonntag von 14:15 bis 23:24 Uhr. Link in der Infobox. So, auf alles das, worauf ich gerade Lust und Laune habe. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, mal Hallo sagt, ein bisschen quatscht. Vielleicht zocke ich auch was, was euch interessiert. Dann kann man ja ein bisschen fachsimpeln. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Hau rein.